Was geht, liebe Bros und Brosin? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play TFT hier auf dem Kanal Liebe Duty. Ich verzweifle langsam und deswegen machen wir weiter. Da kann mir auch keiner sagen, ja, aber Christian, du weißt doch, ne, bei so, wenn du sowas in der Luft witterst wie Tilt, dann brauchst du doch nicht zu spielen. Das ist was, worauf ich keinen Einfluss habe. Das ist fucking RNG. Nur, dass das RNG schlecht ist. Ich glaube doch nicht, dass er nicht, wenn ich nicht tilte, dass RNG besser wird. Ich kann ja nicht mich bis Phase 3 irgendwie verprügeln lassen, um dann zu evaluieren, was am häufigsten aufgetaucht ist bisher. Vor allen Dingen, weil bei dem RNG, wie es ist, ich mich dann für eine Sache entscheide und das kann dann nie wieder kommen. Also das ist halt, es ist so unfassbar lackabhängig. Du musst halt wirklich sehr viel in deiner Backrow stehen haben, um was draus machen zu können und flexibel zu bleiben und das ist schwierig, manchmal. Ja, Void finde ich ganz cool, das mal wieder zu machen, aber hat für mich letztens auch nicht funktioniert. Piraten werden es auf jeden Fall nicht mehr, weil ich finde diesen Bonus lächerlich. Selbst, weißt du, das ist so, als würdest du Kartoffelbrei noch mehr Kartoffeln hinzufügen wollen. Es ist halt legit einfach noch mehr RNG in dem ohnehin schon RNG-lastigen Teil des Spiels. So, wir haben hier zwei Knights und einen weiteren Nobel. Also ich habe jetzt vor, in die Richtung Knights und Nobel zu gehen. Und jetzt müssen wir drauf gucken, ob das Spiel mir das auch gibt. Da sitzt zum Beispiel schon wieder kein Nobel mit dabei. Und auch kein Ranger, der später sie unterstützen könnte. Kein Knight. Na gut, dass ich gerade noch die Wellen genommen habe. Ein Blademaster wäre mit dabei, aber darauf gehe ich ja gerade nicht. Auch kein Imperial, logischerweise. Der nächste Imperial wäre Cutter und Cutter wird jetzt noch nicht so oft kommen. I release them from their pain. Precision and grace. Ich muss halt einfach darauf achten, dass ich früh nicht so viel Schaden fresse. Ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, weshalb so viele Early schon auf Stufe 4 gehen. Aber damit sie nicht so viel Schaden fressen. Und actually ein bisschen Luft holen können, um sich irgendwas aufzubauen. Flesh freezes so easily.
Ja, diesmal versuche mein Spiel etwas anders auszuspielen. Also bis mir auf Masse zu gehen und der will schon auf Escape-Raum hinaus. Für die mir zeige ich nur einen Phantom Dancer. I release them from their pain. For Demacia. Precision and grace. Das sind halt wirklich so ein paar Sachen, wenn du es early überleben willst. Noble ist gut, Assassins sind gut, aber das ist auch gut fürs Early. Knights, Brawler. Mit dem Unterschied, Knights und Brawler fallen im Late Game ab, aber Noble bleibt halt dauerhaft strong. Piltover's finest. Der Aatrox wäre für mich und Woli. Aber die werde ich nicht kriegen, schätze ich mal. Ne, sind leider beide weg. Der scheiße Rexer hat ja den. Dark should fear me. I will fight as long as I stand. Prepare to die. For Demacia. You're already dead. You just haven't caught up yet. Ein Damage glaube ich nicht. They will be purified. Ich warte doch die nächste Itemrunde ab, weil das, was ich hier bisher draus machen kann, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Und ich finde die kommen. For Demacia. Precision and grace.
Ich habe eine 5 gebildet. Ein Darius wäre auch mal ganz nett. Das ist ja hier noch Stufe 1. Ansonsten brauche ich dann einen Knight. Ja, so viel zu, ich warte die nächste Itemrunde ab. Ah ne, da ist noch was. Stay dead. Noch mehr Gold. Das bekommen Eisborn, okay. Phantom Dancer ist natürlich ziemlich nice. Aber ich gucke mal, dass ich Garen vielleicht ein bisschen zu bombardiere. Das ist ganz gut. I release them from their pain. Wer ein Zufall, Nobel ist dumm as fuck. Auch noch zwei Garens. Ich brauche jetzt noch Leona und Kale, dann habe ich den vollen Nobelbonus, ne? Ja. Ja, weil da auch nicht dauerhaft Noble und so spielen, nur um irgendwie mal zu gewinnen oder gut dabei zu sein. Da ist der Leona. Und da ist Leona weg. Aber Pike sieht ziemlich interessant aus. Wenn ich den kriegen darf, bitte, bitte spiel. Na guck mal, da ist doch noch ein Draven und da ist auch noch ein. Na fuck. Wenn das keiner haben will, nehme ich es mir.
Tor de Marcia. Sprich deine Leona. Stufe 2, Alter. Du mich auch, mein Freund, du mich auch. I will fight as long as I stand. Ich würde das hier gerne eher aufheben, um dann später noch Kale und so mit dazu zu kriegen. Also um halt Force of Nature rauf zu beschwören. Und das würde ich eher für den Drachenzahn noch für Garen nehmen. Etwas weiter auseinander. Noxus will rise. They will regret opposing me. Ich warte, jetzt kommst du, ne? Jetzt wo ich dich nicht mehr da kommt drin habe. Ah! Hat er schon Draven Stufe 2. Der Halli Blub oder wie er heißt. Habli Bubli. Nice! The glory of Demacia. So. Without mercy. Prepare to die. Wir müssen natürlich gucken, ob wir improvisieren müssen, ne? Kommen 7 Income. Das heißt, nächste Runde werde ich mich Level up machen und Cutter kaufen. Dann hat Darius den ersten Imperial Bonus. Also beide haben potenziell den ersten Imperial Bonus. Wie ekelhaft einfach. Der Garen geht nicht down. Haben wir einen fucking Schrank? Without mercy. So. Entschuldigung. Musste mal raus. Krass, die kommen ganz gut rum. Ja gut, Draven, ne? Never look back. Zwei über diese komische Gottfist oder was das ist.
sleep with their dead. Ay, ay, ay. Boah, da war auch letztens so heftig, ne? Wir hatten mal wieder Bock, ein bisschen Curry zu kochen. Und haben halt, also generell was Schärferes zu essen oder was sagen wir mal, Würzigeres, weil scharf selber so Definitionssache. Wir haben halt einmal Curry geholt, einmal Chili con Carne. Ich kann keinen von denen besiegen, by the way. Ich frage mich, wie viele Leute hier Draven haben, weil der hat halt auch schon. Das ist halt der Typ, der Draven Stufe 2 hat. Haben halt einmal Curry geholt. Und am nächsten Tag haben wir halt das Chili con Carne gemacht. Ja, gut. Warwick wäre natürlich weg. Das Curry hat irgendwie etwas strange so im Nachgang geschmeckt, aber war ganz cool an sich. Beim Chili con Carne halt, ne, haben wir aber wieder ordentlich gewürzt, also würzen, krasse Würzung. Wir wollten das wieder ordentlich würzen, so, Punkt. Oder? Das kriegt jetzt der Darius, weil auf Garen kein Platz mehr ist. Und die Kante auch mal ein bisschen kantiger werden soll. I'll sleep when they're dead. I'll sleep when they're dead. Ja, na, war beinahe richtig. Leona, so heißt das, was ich brauche. Ne, und dann haben wir bei dem Chili con Carne wieder mal ein bisschen besser würzen wollen. Und das hat so eine Chilischoten-Auswahl sich geholt gehabt. Und der krasse Scheiß dabei war halt gewesen, dass ich das extrem unterschätzt habe vom Damage-Output her, den die Würzung so machen kann. Also wenn du es gegessen hast, war es eher sogar zu mild. Aber weißt du, ich habe die Scheiße halt an meinen Fingern kleben gehabt, bin dann die Hände gewaschen und dachte so, ja, okay, Hände gewaschen, ist ja jetzt alles fein, sollte dann sich langsam jetzt auch so von deiner Hand entfernen. Das glaubst auch nur du, mein Freund. Das glaubst auch nur du, dass sich das von meiner Handfläche entfernt hat. Ich habe später den Fehler gemacht, die Augen zu reiben. Und immer noch hier anscheinend etwas von dem Chili-Saft oder Pulver oder whatever hier drauf gehabt. Reib mir die Augen und heilige Scheiße, hat das gebrannt. Das war so was von penetrant, Alter. Da habe ich aber echt nicht schlecht umgeschaut, weil ich dachte, okay, du hast jetzt wirklich zweimal mit Seife die Hände hintereinander gewaschen. Und der Scheiß ist immer noch da dran. Wie heftig ist das bitte? Also das wusste ich auch legit vorher nicht, dass das überhaupt so krass ist. Ihr müsst die Jinx töten, ganz schnell. Ja. Jetzt haben wir noch eine Chance. Yo, nice. Stay dead. Das hat mich wirklich legit von Socken gehauen. Ich habe aber null damit gerechnet. Ich habe im Leben schon oft scharf gekocht und auch, ich esse auch echt gerne scharf, aber das war einfach fucking GG. Like legit. So, sortieren wir das immer wieder der Ordnung halber. Blub. Blub. Ja. Oder? Moment. Ja. Passt. Auf die drei konzentrieren wir uns jetzt. Und jetzt brauche ich das passende Item, liebe Freunde. So zweite Pfannenwende vielleicht? Damit der auch genutzt wird. Haha! Ja, nice! Ja, nice, Brudi. Jetzt brauche ich halt noch einen Leona. Ja, die muss man erstmal kriegen.
Der Darius war schon mal ganz gut, ne? Meckert man nicht. Sonst leider nichts. Das geben wir auch mal Darius. Und stellen jetzt noch mal einen zweiten Duschen raus, einfach um mehr DPS zu haben. What? Was passiert hier gerade? Ich sehe legit gerade nicht, was hier abgeht, Alter. Aber nur Effekte am Fliegen und hast du nicht gesehen. Und zwei Leute, die versuchen gerade Garen down zu taken. Ja, niemand, der Draven schafft hat. Ja gut, aber jetzt schafft er Draven, weil das ist... Der heilt sich halt gegen den Schaden von drei Leuten an. Alter Finne, ey. Nee, Aesol hilft mir diesmal nicht weiter, leider. Ja, Katar ist auch schön und gut, aber wie gesagt, erstmal Fiora und Lucian, das wäre wichtiger. Sorry. Was halt so krass wird, hätte ich nicht gedacht. Sah es nicht danach aus. To be honest. Komm gleich nochmal ins Rondell. Fiora. Das ist Leona. Neat. Ich sage, der Draven wird doch echt übel. Jetzt sind die Kayle dabei. Die lässt bei mir nicht übrig, oder? Nee, habe ich schon gedacht, ey. Das wäre es halt gewesen. Redbuff ist gut. Ich gehe hier für den Aesol-Dings. Wenn jetzt halt Kayle gelassen hätte, ne? Ich habe mich instant Level abgebracht dafür. Ja, Vayne ist ja auch noch nicht. Ja, ich weiß, Draven hätte ich auch nehmen können wegen Imperial Bonus, aber. Die Wahrscheinlichkeit, Draven halt öfter zu bekommen, ist bei einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, würde ich jetzt annehmen. Weil halt sehr viele Leute hier auf Draven gehen. Jinx, ey. You hit like baby ram. Warum läuft das gerade für mich so gut? Holy fucking shit. Noch eine Fiora. Und noch fünf Vayne.
Hätte Katar jetzt vielleicht schon Stufe 3 haben können, keine Ahnung. Dafür bin ich halt nicht ausgegangen. Und meine Bank war auch zudem voll. Das gab eine Schelle. Uwe 12, wie man so schön sagt. Der Drache schon, ey. The dark should fear me. Nein, ich wollte gerade swappen. Weil der Typ doch hier diesen Blitzcrank hatte. Okay, nevermind. Cutter schon down? Nee, Cutter noch nicht down. Aber jetzt. Du Swain. Und ouch. 20 Damage. They will be purified. The dark should fear me. They will be sundered. Fiora. The dark should fear me. Witz. Fiora ist ready, Vayne ist ready, Lucian ist fast ready. Aber ich bekomme immer dieses letzte Piece nicht. Das könnte schon gewesen sein. Ja. Okay. Immerhin sind wir Fehler geworden, jetzt gucken wir mal, was das wert war, ob wir EP wieder gut gemacht haben. Es hört sich danach an. Client muss sich halt ausbauen. Aufbauen. Sieben EP. Besser als in die Hose geschissen. Für heute reicht mir es allerdings. Ich werde dann morgen wieder aufnehmen. Das wird dann die finale Woche für die Folge für die Woche sein. Ich hoffe, es hat das Zuschauen ein bisschen Spaß gemacht. Das Reden hat leider etwas abgenommen mit der Zeit. Von daher ist das für mich auch so ein Indikator, dass es für heute reicht. Und wir sehen uns dann morgen in der letzten Folge der Woche wieder. Bis dahin, haut rein!